Was geht ab, meine Seafighter, Oster hier und unser Urvater, Urvater Bardock, ist nun auf Dragon Ball Legends mit seinem Banner Legends Rising. Wir werden heute für ihn sammeln. Es gibt noch ein, zwei Informationen, die ich euch kurz geben will, die neu hinzukamen, nämlich es gibt wieder neue Missionen zu der Sommerkampagne. Ihr könnt euch gerne mal abchecken, weitere Missionen sind hinzugekommen. Ihr könnt euch bis zu 500 Zeitkristalle dadurch weiterhin erfarmen, beziehungsweise zusätzlich erfarmen. Dann wurden 3D-Szenen hinzugefügt zu Teil 2, Kapitel 1, Abschnitt 10 und Abschnitt 12. Habe ich nicht abgecheckt, könnt ihr euch gerne mal abchecken, wie die 3D-Szenen da an der Stelle sind. Ansonsten haben wir das Banner von Freezer's Back, genauso wie es war, das Banner von Freezer, genauso wie es damals war, ist wieder zurück. Wenn ihr das haben wollt, auf jeden Fall könnt ihr das haben. Gibt einen Ausverkauf im Shop, könnt ihr gerne abchecken. Aber hier zu unserem Urvater Bardock. Und zwar ist er tatsächlich vom Schlagangriffstyp Element Grün. Seine Spezialattacke macht enormen Explosionsschaden und die Spezialangriffsstärke geht um 20% hoch für 15 Sekunden. Hauptfähigkeit ist quasi das, was einzigartig bei ihm war, nämlich er zielt die Gegner. Nicht ganz, man nennt nicht ganz Ziel, also er zieht nicht die Super Attack, sondern er hindert sie daran, sich auszuwechseln. Also es gibt ein Auswechselverbot für alle Gegner für 10 Sekunden und sein Schlagschaden geht um 40% hoch. Also der Junge, der wird es auf jeden Fall wissen, ist eine coole Mechanik, weil wenn du ein festsetzt vom Blut, vom Element Blau, du hast Typenvorteil, boom, den klatscht zur Seite. 10 Sekunden reichen auf jeden Fall aus, um ihn da runter zu kriegen, würde ich mal sagen jetzt so. Also finde ich sehr cool. Super Attacke, Ki wird um 50% regeneriert und Attributsabzüge werden geheilt, also Debuffs werden geheilt. Siehfähigkeit, richtig geil. Die Saiyajins kriegen unter anderem einen sehr, sehr guten weiteren hinzu, denn er gibt Saiyajins einen Boost, nämlich Schlagangriff-Boost. Basisschlagangriff um 24% ab für Saiyajins, finde ich sehr, sehr gut an der Stelle. Einzigartige Fähigkeit, wenn zwei Verbündete kampfunfähig sind, Schlagschaden um 30% hoch. Für jeden kampfunfähig gemachten Gegner Schlagschaden 35% hoch für 20 Sekunden. Der Junge will einfach, der will einen nehmen und seine in die Fresse zerbomben. So ist er unterwegs, ja, mit seinem Schlagangriffsboost. Weiterhin ein Combo Saiyajin Kirin-Renaison ab. Wenn Saiyajin Kampfmitglied ist, Kirin-Renaison um 20% ab. Also um unseren Urvater Bardock freue ich mich sehr, sehr gut. Ich will ihn auf jeden Fall haben. Dann haben wir noch erste Form Freezer. Er ist in seinem Spaceport da unterwegs. Ist ein Fernangriffstyp, Spezialattacke Supernova. Enorm Explosionsschaden, Spezialangriffsstärke geht um 25% hoch für 10 Sekunden. Kann von den meisten mit anderen Spezialfähigkeiten nicht annulliert werden. Also, wenn zwei Angriffe aufeinander klatschen, zwei Ultis, dann gewinnt Supernova, so gesehen. Hauptfähigkeit als nächstes Spezialangriff Künstlerkarte ziehen, Spezialangriffsstärke um 50% hoch. Der ist ja an der Stelle natürlich auf seinen Spezialangriff Supernova ausgelegt, würde ich mal sagen. Ansonsten super Telekinese kostet für Spezialangriff 5 Down. Ja, ihr merkt es, er ist wirklich für seinen Spezialangriff ausgelegt. Siehfähigkeit ergibt Basisschlagangriff und Verteidigung für Element Blau 24% ab. Und 1 Grad Fähigkeit ist gegen Saiyajins, macht er 40% mehr Fernschaden. Krass, also ist schon viel auf jeden Fall. Die zwei Jungs sind echt gut. Das sind zwei neue Spartan-Charaktere, aber ihr seht schon, was? Kaba, ja, Extreme Kaba und Hero Kaba sind hinzugekommen. Finde ich sehr, sehr cool, bin echt gespannt. Welche weiteren Supercharaktere hinzukommen werden, aber ihr könnt euch mal gerne angucken, was die beiden drauf haben. Wir haben ja quasi schon aus den Leaks, aus dem gestrigen Video habe ich euch gezeigt, welche Charaktere da kommen werden. Und es sieht tatsächlich so aus, als es wirklich gut handfeste Leaks sind, denn als nächstes gab es ja Freezer und Bardock hier an der Stelle. Das Banner sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier unter anderem leider keinen Broly. Wir haben ja aber diesen Goku zurück. Der Goku ist sehr, sehr gut. Würde ich weitere von ihm gerne wollen. Gohan habe ich auch noch einmal, kann ich auch mitnehmen. Krillin. Ist eigentlich auch aktuell online, Krillin müsste nicht sein in dem Banner, ich weiß, was er zu tun hat, aber wenn er kommt, nehmen wir auf jeden Fall mit, ansonsten, wie gesagt, Hero, Kaba und Extreme Kaba oben als neue Charaktere. Würde sagen, Freunde, wir machen uns erstmal ein wenig warm, nämlich mit den Dailies, Daily Discounts. Ich habe hier noch keine Dailies gemacht, wir haben hier drei Daily Single Summon parat und danach haben wir auf jeden Fall drei Multi Summon, die wir hier raushauen werden und ich hoffe zumindest... Ich will mal die Latte gering setzen. Zumindest auf einen Sparken-Charakter. Und wenn das dann unser Urvater Bardock ist, umso geiler auf jeden Fall. Umso geiler, freue ich mich wirklich sehr. Weil euch das Ganze bisher schon gefallen hat, meine Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wenn wir hier, wenn ihr das auch sagt, ja, Goku verlieren wir. Nee, Quatsch. Also wenn es euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, joint den Hashtag OBSIEFIGHTER und drückt den Abo-Button, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Meine lieben Freunde, denn wir gehen gerade wirklich... Sag ich immer und wieder, aber es ist so, sorry, wir gehen echt einen guten Weg und vielen Dank an euch, es ist quasi mit unter anderem euer Verdienst. So, ja, Müll, keine gescheite Animation, nichts,
Aber wir kriegen auch noch die Fresse hier vom Freezer. Also den Bardock nehme ich echt testen. Vor allem ein Team Saiyajin-Team hat jetzt einen grünen Charakter mit dabei. Heißt, man kann quasi blaue Charaktere kontern, wenn man Bardock dabei hat und er gibt Schlagangriffsschaden hoch ab. Nur mitnehmen, nur mitnehmen. Kann man nur mitnehmen auf jeden Fall. Freezer ist cool. Ah, das Besondere an Freezer ist auch noch. So, wo gehen wir jetzt hin? Moment, hier, jetzt gehen wir zum Bardock-Banner. Fangen wir mit Hashtag 1 Singsam an. An der Stelle, wenn ihr mitmachen wollt, macht einfach mit bei einem Daily Discord oder auf irgendeinem Spiel, wenn ihr mitmachen wollt. Group Summon hier an der Stelle. Wir haben hier 1, 2, 3 Pots. Ich zähle runter, dann legen wir los. Achso, wow, ich wundere mich ja, weil bei Doka muss er direkt runter. Bei Doka muss er direkt runterziehen. Das Ding an Freezer ist erst vom Freezer. Also 3, 2, 1, go! Wenn ein Gegner Fernangriff macht, ein Fernangriff startet mit der Karte, mit der gelben Karte, die er einsammelt. Ja, Extreme-Type hier an der Stelle. Okay, Chaozu. Dann kann Freezer das nicht dodgen, sondern er bekommt keinen Schaden, wenn er nach vorne dasht. Wegen seinem Pot. Naja, Freunde, okay. Genug warm gemacht. Boom. Wir hauen mal die ersten drei Multis raus hier an der Stelle. Das sind die ersten Multis von allen drei. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, wenn ihr zusammen werdet. Ich wünsche mir selbst auch viel Glück. Wir wollen auf jeden Fall 5 Pots. Sehr gut. Super sehen. Leider nicht, aber 5 Pots sprechen für sich. Ja, bam, boom, Dubbing, komm schon, komm schon. Jawohl, jawohl, Freunde, ihr wisst, was Gold heißt. Garantiert einen Sparken-Charakter haben wir an der Stelle, zur Seite mit ihr Freezer. Aber wir nehmen Rache für unseren Urvater Bardock, let's go. Und zwar bin ich echt gespannt, wer es sein wird. Ich bin echt gespannt, was tippt ihr? Komm schon, Bardock. Wenn es direkt Bardock wäre, wäre es insane. Es wäre insane. Tenshinhan. Ah, da auf zu warten, bis er kommt. Das ist schlimm. Easy Schrip. Komm schon. Okay, es wird einer der letzten. Wo ist denn das Sparken-Kracke? Hier ist er. Bardock, ja, nein. Nein, aber Freezer. Nein, aber Freezer. Freezer nehmen wir an. Neues Sparken-Charakter. Sollen wir. Ja. Ja. Selber Schuld, würde ich mal sagen, weil ich habe mir gesagt, Freezer muss eigentlich nicht so unbedingt haben. Jetzt haben wir ihn trotzdem. Macht nichts. Ja. Sache ist halt, ich benutze nicht so viele blaue Charaktere. Oder. Ja, weil ich Bro nicht habe. Egal. Ich will nicht auf hohem Niveau meckern. Wir nehmen Freezer auf jeden Fall an. Wir haben direkt einen Sparken-Charakter bekommen. Wie ist seine Animation an der Stelle? Ich glaube, lang gedrückt halten muss man. Ja, Mann. Schaut es euch. Oh mein Gott. Wird immer größer und größer. Ey, seine Animation ist schon geil. Seine Animation ist schon geil, um ehrlich zu sein. Seine Animation hat es in sich. Cool. Okay, Freezer nehmen wir an. Und unseren Space Pot Boy gehen rüber zum zweiten Multisum. Der erste liegt auf jeden Fall sehr solide. Man möge meinen, das wäre ein GSSR, aber gibt es ja in Legends nicht. Okay. Freezer nehme ich an. Oh, ja, Mann. Noch ein Sparken-Charakter. Ja, Mann. Dragon Ball heißt garantiert. Oh mein Gott, endlich kriegen wir mal geile Animationen, mein Freund. Wir haben so lange da. Ja, zur Seite mit dem Freezer. Wir nehmen total Rache an meinem Urvater. Oh, Alter, wenn jetzt auch Bardock droppt. Und. Den nehme ich aber an. Geht bei mir auf 3 Sterne dann. Perfekt. Urvater Bardock, erhören Sie uns. Oh, Vater Bardock, wir haben sie nicht vergessen als Saiyajin-Rasse. Komm mit sie nach Hause. Finden sie Ruhe. Wir müssen ihre Seele reinigen. Aber Dragon Ball Animation hatte ich noch nie. Das war zum ersten Mal. Bardock? Oh mein Gott. Im ersten Multi war es der letzte. War ein Sparken Unit. Im zweiten der erste. Im dritten wird es da die Mitte. Double Mitte. Boah, das ist ja krank. Das ist ja zu viel. Das ist ja zu viel. Ist gut. Denn AB geht auf 3 Sterne zu Element Lila 200% ab. Finde ich sehr gut. Ich mag den. Das ist wirklich ein solider Charakter. Und ich habe mit Element Lila mal ein bisschen experimentiert in den letzten Wochen, sage ich mal. Aber wir kommen zum letzten Multisum, meine Freunde. Ich kann mich über euch beschweren. Zwei Sparken Charaktere. Wir sind 1:1 bis jetzt geblieben. Wir sind auf Namek. Ein Pot. Namek ein Pod, kein Super Saiyajin noch. Muss nichts heißen. Okay, wird wahrscheinlich nur entschieden an der Stelle. Aber gut, Freunde. Ja, mindestens Extreme Charakter haben wir an der Stelle. Das Signal ist die Farbe Rot. Ansonsten bin ich mal echt drauf gespannt, ob hier noch ein Spartan Charakter droppen wird. Also, ihr merkt euch die Mitte, okay? Charakter Nummer 2. 3. Ey! Ey, mein Schüler, Kawa, nehmen wir auf jeden Fall an.
Jetzt lasst ihr die Mitte ungefähr? Ja, okay, nee, schade, keine Ahnung. Hey, nochmal mein Schüler, ja, komm her, komm mit sie. Hero Jacko. Okay, es gibt noch einen Hero Carver, ne, der war auch neu. Ob wir den noch pullen, wäre vielleicht nice. Urvater. Urvater Warlock. Naja, wir müssen uns ohne unseren Urvater raus, aber ich sag euch mal eines, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Denn man kann jetzt zum Beispiel zusätzliche 500 Kristalle farmen, ich kann mir wahrscheinlich noch weitere farmen, kommen vielleicht so auf 1000, 2000, mit dem Sale auf 3000 eventuell noch die Wochen. Deswegen, sehen wir uns auf jeden Fall nochmal, ich will Bardock auf jeden Fall pullen, so ist es nicht. Und, Kaba, auch solide Jan Dasher, unser Boy Kaba. Ja, Freunde, was soll ich sagen, wir haben trotzdem guten Zug, wir haben einen der neuen Charaktere bekommen, nämlich Freezy Pop. Bin ich auf jeden Fall mehr als zufrieden damit. Ich hoffe, ihr habt auch gut Glück gehabt. Wie gesagt, wir werden es auf jeden Fall nochmal sehen hier. Da ist unser Boy Freezer. Da ist der Dude. Ansonsten, Freunde, wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein ganzes Like. Wir sehen es auf jeden Fall noch. Wir wollen Urvater Bardock. Müssen wir unbedingt haben. Und genau, deswegen haltet da die Augen offen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.